Wird die Trockenmittelmenge durch Packhilfsmittel beeinflusst? Klares Ja. Wenn Sie beispielsweise von draußen feuchte Paletten verwenden innerhalb Ihrer Verpackung, dann werden Sie wesentlich mehr Trockenmittel benötigen, um diese Feuchtigkeit aufzunehmen. Verwenden Sie daher nach Möglichkeit sehr trockenes Holz und auch trockene Pappen. Überhaupt sollten Packhilfsmittel vorher getestet werden, also gemessen oder aber berechnet werden, um die Feuchtigkeit, die dort mit in die Verpackung hineingebracht wird, zu ermitteln. Wir helfen Ihnen gern dabei.